Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu Wreckfest. Wir werden mal wieder ein paar Runden machen, weil es wurde ja mal wieder Zeit, ne? Außerdem hat der eine oder andere mal wieder gefragt, hey Maximus, wie sieht's aus? Und das sieht so aus, als wenn wir jetzt eine neue Meisterschaft machen. Mein Auto ist auf jeden Fall das stärkste hier und egal, sollten wir eigentlich gewinnen, ne? Aber manchmal ist es ja Glückssache. Klasse C. Persönliche Bestzeit war 34 Sekunden. Ah ja, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr raus. Bestimmt wird es auch mal wieder ein Livestream geben mit der Community zusammen. Schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Aber erstmal muss ich wieder selber ein bisschen klarkommen. Wenn dann wieder ein bisschen mehr Zeit ist, wo das Wochenende ja freier ist, sag ich mal so. Ist ja andauernd irgendwo, sind ein paar Feste und sonstige Sachen. Juhu! So, da ist unser Wagen. Schwierigkeitsgrad, bla bla bla, Automatik, ja, ABS, bla bla. Okay, lassen wir so, wir sagen Start. Und los geht's. War mal eine Sache, muss ich machen. Einstellung. Anzeigen. Warte mal, sag ich hier, mach Bildschirm. Ja, so. Warte mal, wie kann ich denn das nochmal ausschalten? Bildschirm voll. Nee, finde ich. Ach Mensch. Grafik, Gameplay war es, glaube ich. Hat Anzeige, Spielername, oh nein, will ich nicht. So, Ingame Crash Anzeige, nee. So, dann machen wir zurück. Oh, toll, da bin ich ja letzter. Position 24, naja, ganz toll. Wir haben den stärksten Wagen. Oh, Junge, Junge, Junge. Boah. Pass mal auf, ey. Das geht ja gar nicht. Neustart. Das geht ja gar nicht. Ich muss ja mal klarkommen hier. Wer. Ja, manchmal muss man Neustart machen. Gerade wenn man die ganze Zeit noch nie oder gar nicht mehr so ein Spiel gemacht hat. Ich habe auch ein paar Mods ins Spiel gebracht. Der Problem bei dem Wagen ist, der ist ziemlich leicht, ne? Ja, kann man machen. Aus dem ganzen Getümmel mal ein bisschen raushalten. Nicht, dass ich den Wagen hier komplett zerruppe. Oh ja, gib ein paar Punkte. Ah, die sind aber auch manchmal ganz schön aggressiv, die Hunde. Alter Schwede. Um Gottes Willen. Ey, das. Da ging ja gar nichts. Ja, das läuft nicht ganz so super. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Geh mal aus diesem ganzen Klamauk hier raus. So, da haben wir mal ordentlich. Ich weiß gar nicht, wo die Handbremse war. Alter, Junge, Junge, Junge. 13. Platz. Hier geht es ab, sag ich euch. So, da ist schon mal ein Sieger. Wir sind auf Platz 11. Das war jetzt nicht so prickelnd. Da hätten wir wahrscheinlich noch ein paar Runden mehr
reinkriegen müssen. Gut, alles klar, Elfter gewonnen. Nicht gerade gut, ja, da ist es auch völlig egal, ob wir das stärkste Auto haben. Gehen wir weiter in der Meisterschaft. Und komm, Baby. Okay, das müssen wir neu starten. Ey, das ist ja. Warte mal, wir machen Fotomodus hier. Gucken wir mal. Komm, hoch. Das sieht ja aus, ey. Da sind wir ja richtig reingebackt, ey. Geht ja gar nicht. Jui. Was ist hier vorne los? Ja, geht schon alles. Gut, dann machen wir mal zurück, müssen einen Neustart machen, weil dann komme ich ja gar nicht mehr voran. Willkommen beim Neustart. Komischerweise starte ich hier immer am Arsch der Welt, ne? Der ist eben zu leicht dafür. Er ist einfach zu leicht, der Wagen. Der war ja mal richtig schön wegeliminiert. Oh, bloß hier raus. Raus, 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 raus. Mit unserem Mustang hier. Ja, wir sind auf Platz 7, jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe hier, denke ich mal. Aber eben von so weit hinten zu starten, ist halt auch irgendwie eine Hausnummer, ne? Leistungstechnisch, das war einfach Auto, man sieht es ja. Stärker. Aber was bringt's, ne? Wenn die Autos mich hier einkeilen und den kleinen Mustang hier doch ein bisschen penetrieren. So, Platz 4. Letzte Runde. Oh, komm, 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 komm. Ah, da krieg ich noch einen Schubser hier. Krieg noch einen Schubser. Fliegt mir alles weg. Der lässt mich einfach auch nicht vorbei, ne? So, der Typ da vorne ist Sieger. Jo, ich bin, glaube ich, Dritter gewonnen. Ja, Position 3. So, Position 3. Guck mal hier, 36 Sekunden. Damit habe ich die schnellste Zeit eigentlich gefahren, aber. Ich bin jetzt zum Finale bin ich zugelassen. 12 Personen. Auf Platz 3 bin ich. Und jetzt geht's eben um die Wurst. Das Finale. Ja, auch wieder 24 Leute. Wahrscheinlich aus einer anderen Session. Aber ich bin diesmal nicht so weit nach hinten verfrachtet worden. Oh. Der hat ja auch einen Mustang. Eieieiei. Wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen wegschieben. Und ich hoffe, dass sie nicht ganz so brutal sind und mir dann einfach mal auf die falsche Seite fahren, ne? Wir können uns auf jeden Fall gut absetzen. Beste Runde. Wollte ja dann mal gucken, wo die Handbremse ist. Ich glaube, die ist auf B. Dass ich damit irgendwie ein bisschen besser um die Kurven komme.
Also wenn jetzt einer von vorne kommt, dann... Dann ist wirklich schon Schiebung. So, auch nochmal beste Runde. Oh, komm. Ach, wir haben jetzt 6 Runden. Okay. Ah, hier verschiedene Reifen oben, kann das sein? Ja. Nochmal beste Runde. Ich glaube, die Namen, die da angezeigt werden, kennt das irgendwie aus Namen sein von anderen Spielern, die das selber haben, das Spiel. Einfach Tutti. Wollen ja auch mal ein paar andere Autos. Oh ja, danke für den Abo. Wer auch immer da dazugekommen ist. Wir nehmen das hier am 11. den Samstag auf. Jetzt kommt natürlich die kritische Phase, überholen. Da kann natürlich einiges schief gehen. So wie das hier. Der Wagen ist ja auch nicht schlecht, ne? Der hier vorher. Oh. Habe ich ihn ordentlich mal rausgedreht. Wir sind in der letzten Runde. Könnte das jetzt das Ziel sein? Könnten wir die Meisterschaft gewonnen haben? Ein paar Sekunden später. Ah, der ärgert mich auf jeden Fall nicht mehr. Juhu, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Yes, Sir. Okay, 1:34. Das ist ja mal richtig schön. Dann würde ich mal sagen, mache ich mal auf Fortsetzen. Wir kriegen 2.900 Credits. Dennoch ein Faktor da hoch. Einen neuen Motor, Klasse C, haben wir jetzt freigeschaltet. Kurbelwelle auch noch freigeschaltet. Und ja, so eine Sidepacks auch. Level 12. So, raus sind wir auch bald. So. Gut, meine Freunde. Dann haben wir dieses Rennen ja beendet. Glückwunsch, du bist Erster geworden. Das freut mich natürlich. Und ja. Ich würde sagen, wir machen dann irgendwann mal die Tage. Hier haben wir das Rennen jetzt gemacht. Hier haben wir noch ein paar andere Challenges. Die können wir jetzt nach und nach dann auch noch absolvieren. Ich mache aber erstmal einen Fisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.